Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen alten Let's Play. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Aufnahme, wo ich es probiere. Irgendwie will mein Aufnahmeprogramm nicht so ganz mitspielen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Ich will euch das zeigen, denn ich habe das ja schon vor langer, langer Zeit Let's Played und in der Zwischenzeit hat sich sehr, sehr viel getan und das möchte ich euch zeigen. Ich habe auf meinen Kanal geschaut, ich finde, muss mal wieder was Neues kommen. Und deswegen habe ich in meiner Steam-Bibliothek nachgeschaut und ist mir Stranded Deep wieder aufgefallen. Und da da sehr viele neue Sachen oder neu gemachte Sachen reingekommen sind, habe ich mir gedacht, das zeige ich euch. Es kommt auf euch an, ob das Projekt weitergeht oder wie oder nicht. Schreibt mir es in den Kommentaren oder lasst es mich irgendwie wissen, ob euch das gefällt, ob ihr Bock drauf habt oder eben nicht. Gut, ich werde jetzt gar nicht lange schnacken. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles mit der Aufnahme. Es sieht zumindest so aus. Ich habe jetzt auch sehr, sehr leise gedreht, weil der Abschluss kann sehr, sehr laut werden, wo gleich kommen wird. Jetzt habe ich schon wieder gespoilert, ne? Ist das jetzt. Ich mache nochmal. Ich habe das jetzt die ganze Zeit 0815 genannt. Das nenne ich jetzt auch wieder so. Dann wird es neu kreiert. Wie bei 7 Days. Je nach, was ihr da reinschreibt, wird eine andere Map generiert. Was ja auch ganz schön ist, wie ich finde. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wenn wir gleich. Wir warten und warten und warten und warten. Und da ist es durch. Und deswegen machen wir jetzt New Game und hoffen, dass ich nicht sofort sterbe und euch ein bisschen was zeigen kann. Wäre sehr, sehr schön zumindest. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Oh. Immer noch sehr laut. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Ja, ich bin jetzt gerade sehr leise, wir müssen jetzt hier erstmal raus. Es wird gleich auch wieder leiser werden, das ist mir zu warm. Ab zum Boden. Okay. Das war jetzt sehr laut für euch wahrscheinlich. So, das war der Anfang, ich konnte da jetzt nicht viel sagen. Ich habe mir nur gerade gedacht, ich hoffe nicht, dass es irgendeiner mal erleben muss, ganz ehrlich. Das ist wahrscheinlich. Hey, hallo. Interact. Okay, jetzt sitzen wir drauf. Wir rudern erstmal oder wir paddeln erstmal hier rüber zu dieser kleinen Insel. Ihr seht, wir haben kein Paddel mehr wie früher. Das ist eine Neuerung. Gut. Braucht man unbedingt ein Paddel? Ja. Hat halt einen Inventarplatz weggeschnappt. Ich hoffe, vom Sound passt das so, Freunde. Wie gesagt, einfach in die Kommentare, wenn irgendwas ist, wo nicht so perfekt ist. Ja, und jetzt sind wir gleich an unserem ersten Strand und sehen da schon eine Plane oder sowas. Schauen wir gleich mal, was das ist. Lass mich hier durchsteigen. So, zack. Kann man das noch packen wie früher? Ja, kann man. Also das hier hoch. So. Jetzt sollte es sicher stehen. Was neu ist, wir haben Körper. Wir haben einen Körper, Freunde. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut, ne? Das hatten wir ja die ganze Zeit nicht. Moment. Das möchte ich jetzt nicht in der Hand halten die ganze Zeit. Das tut ein bisschen hier. Ach, das Driftwood können wir nicht aufnehmen, alles klar. Aber die Stickies hier, die können wir aufnehmen. Ja, wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder Sachen finden und uns Dinge basteln. Das hat sich aber allerdings verändert. Wie gesagt, weil Potato, muss man die noch schlagen oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Oh, ein Bucket. Nur ein leerer Bucket. Das ist nicht so cool, okay. Hier, Krabben, die sehen auch anders aus, oder? Oh, was ist da? Ist da was drin? Gibt es da Geschenke für Sammy? Nö, gibt es nicht. Verdammt. Ich weiß gar nicht, ob es noch Haie gibt, aber ich gehe mal stark davon aus. Deswegen sollten wir uns da nicht so weit entfernen, ne? Ins Meer, ins Offene. Zumindest nicht ohne Schiff oder so. So, wir sammeln jetzt natürlich erstmal Stickies und Steine, denn
Die sind immer wichtig gewesen. Ich denke jetzt auch. Ich habe jetzt natürlich mich nicht so spoilern lassen irgendwie, dass ich. Ah, Kurafrut. Ich habe ein bisschen was gesehen, aber noch nicht so viel. Deswegen, ich will das mit euch zusammen. Ein Fiskus. Okay. Es gibt verschiedene Bäume anscheinend jetzt. Yucca. Okay, Yucca brauchen wir ja für Seile und sowas. Ne? War das nicht so? Ich glaube schon, so wird. Wir bleiben jetzt auch erstmal auf dieser Insel. Wie gesagt, kommt ja auf euch an, ob das hier weitergeht. Noch ein Eimer. Ja, nehmen wir alles mit. Können wir mit Sicherheit alles gebrauchen. Holz können wir auch gebrauchen. Ja, so. Jetzt die Frage, wo machen wir unser erstes kleines Lager hin? Das wird ja eh sehr, sehr klein werden. Haben wir noch Platz? Oh, wir haben auch mehr Platz, wie ich sehe. Das ist schon mal sehr angenehm. Jetzt hat er den Stein in der Hand. Ah, nein. Was? Okay, nicht gut. So, nimm erstmal nichts in die Hand. Sind da Kokosnüsse? Da sind Kokosnüsse. Ich will jetzt erstmal eine Kokosnuss holen. Da kommen wir nicht ran. Moment. Moment. Nochmal runterklettern. Ach, ich kann die von hier pflücken sogar. Ha. Wir haben Monsterarme, Freunde. So, jetzt haben wir hier eine leckere Kokosnuss. Das nehmen wir auch noch alles mit. Zack. Jetzt nimm das bitte mit. So, so. Steine. Und Stickies. Und das werden wir gleich alles wieder zu einem Haufen werfen. Ich muss nur überlegen, wo wir unser erstes Lager machen. Aber ich glaube, hier ist doch schon mal nicht so schlecht, oder? Hier können wir doch mal so ein kleines Lager machen. Dann werden wir hier erstmal. War das mit Q? Ja. Mit Q kann man die Dinger fallen lassen, nämlich. Die Sachen. Dann werden wir. Oh. Werden wir hier erstmal die ganzen Stickies, wo wir gefunden haben, hinlegen. Dich auch noch. Und die Steine legen wir daneben. Naja, gut. Sieht nicht so schön aus, aber wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, ne? Deswegen. So. Die Eimer brauche ich jetzt auch gerade nicht. Oh, sie können sogar aufeinander stapeln. So, die Planen. Oh, die sind sehr, sehr groß. Weg, weg. Alle Achtung. Gut. Den Rest behalte ich jetzt mal. So, und was jetzt neu ist, zum Beispiel, Freunde, wenn man auf C drückt, hat man ein Crafting-Menü. So, wir brauchen jetzt wahrscheinlich erstmal so ein Stone-Tool, damit wir uns Seile machen können. Craften wir uns jetzt. Zack. Und den nehmen wir natürlich gleich in die Hand. Und dann gehen wir mal auf Yucca-Suche. Damit wir uns Seile machen können. Das weiß ich, das hat man früher immer gebraucht. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht anders sein. Funktioniert das oder nicht? Gibt mir keinen Sound. Ah, doch. Moment mal. Warum ist jetzt der Sound da so blöd? Ich hab doch hier. Ich mach mal so. Ich hoffe, das passt irgendwie. Jetzt ist es bei mir draußen natürlich laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. So, das nimmt er mit. So. Okay, Yucca erstmal geerntet. Gibt es hier noch mehr? Da gibt es noch mehr Yucca. So, man kann auch die linke Maustaste gedrückt halten, was sehr schön ist. Wir holen jetzt uns erstmal das ganze Yucca von dieser Insel, um Seile zu machen, weil die haben ja für sehr viel gebraucht. Ich glaube auch fürs erste Werkzeug und so und Bett und so, denke ich mir auch. Kann ich mir zumindest denken. Mehr Yucca, Yucca. Wir brauchen ja erstmal eine Axt. Ne, weil mit so einem komischen Stein hier drauf rumhämmern ist ja auch nicht so geil. Muss man ja mal sagen. So. Dann, 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 dann. Haben wir noch was vergessen? Ich glaube nicht. Haben wir noch irgendwo Yucca? Wo ist Yucca? Das Gute ist, es wächst ja nach. Aber. Oh, da hinten ist noch. Nein, das sind noch zweimal Yucca. Die holen wir uns noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ging das mit der Uhr? Irgendwie konnte man auf die Uhr gucken, weil da konnte man sehen, wie man. Wie hungrig man ist, wie durstig man ist, wie müde oder ob man verletzt ist oder so. Das weiß ich noch. Das war früher zumindest so. Ich denke, das geht heute auch noch. Ich muss gleich mal. Oh, nichts vergessen, bitte. Ich muss gleich mal nochmal in die Controls schauen. So. Zack, zack, zack. Und dann müssten wir hier alles Yucca abgeerntet haben, ne?
Schätze ich jetzt einfach mal. Außer ich habe irgendwo was übersehen. Da ist er noch. Genau vor mir. Wir haben alles abgeerntet. Vor Sammy steht noch was. Natürlich. Wie sollte es auch anders sein? So. So, alles klar. Jukka, Jukka, Jukka. So, alles klar. Jetzt habe ich hoffentlich wirklich alles. Das legen wir jetzt noch hier hin. Das ganze Jukka-Zeug. Haben wir richtig viel sogar. Aber täuscht euch nicht, sondern ich glaube, ein Seil braucht auch vier. Vier Lashing. Vier Jucker für ein Seil, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. So. 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 Und das auch noch. Wunderbar. So, jetzt schaue ich mal kurz in die Controls. Input. Die Uhr. Sprint, Pickup, bla bla bla. Track. Inventory, Watch, F. Alles klar, mit F. Mit F. F. Ah, F gedrückt halten. Und dann linke Maustaste und dann sieht man. Okay, es ist jetzt 15:50 Uhr. Wir müssen ein bisschen was arbeiten. Dann schauen wir mal hier in unser wunderschönes. Ich denke, eine Axt ist ganz gut erstmal. Da brauchen wir noch ein Stone Tool und zwei Lashings. Alles klar. Also erstmal ein Stone Tool machen. Craft. Zack. Und dann brauchen wir noch Lashing. Kann man hier nicht zwei eingeben oder so? Muss man das immer einzeln machen? Das ist natürlich ein bisschen, ja. Naja, aber gut, kann sich ja noch ändern. Und ihr seht vier Stück wirklich. Ich hoffe, ihr hört es nicht, wie laut es draußen ist bei mir gerade. Es ist ein bisschen nervig. Natürlich, wenn ich aufnehme, dann müssen die natürlich Lärm machen. Ne? Wie sollte es auch anders sein? So, Craft. So, wir haben unsere erste Axt. Wir haben eine Axt. Damit können wir Holz schlagen und so. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Was brauchen wir denn noch? Wir schauen mal rein. Ein Messer, brauchen wir ein Messer? Glaube nicht. Momentan noch nicht. Ich denke, wir brauchen erstmal sowas wie ein Campfire. Und ein Water Still. Water Collector? Oder? Ach, das ist eine einfache Methode, Wasser zu finden. Kriegen. Moment. A basic Solar Fresh Water Still is a slow. Ja gut, mein Englisch, ihr wisst das, aber es tut frisches Wasser generieren. Aber warte mal. Das könnten wir tun, das könnten wir tun. Aber was sind das da? Water Collector. Oh, wir haben zwei Eimer, wir haben eine Plane. Salzwasser kochen. Der steigt dann praktisch hier hoch, der Dampf, und der Wasserdampf wird dann hier in eine zweite Eimer gemacht. Alles klar. Ich würde sagen, das ist unser Ziel. Was brauchen wir dafür? Fire Pit und Lashings. Ja gut, Lashings können wir machen. Fire Pit, ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier alles machen, ne? Craft. Wo setzt man denn das mal hin? Das sollte. So, hier vielleicht. Hier sieht doch ganz gut aus. So. Alles klar. Fire Pit. Dann Campfire dazu. Müssen wir halt dazu setzen. Dann müssen wir eins nach dem anderen machen. Dann das da. Da brauchen wir Lashings. Okay. Ich denke, wir brauchen so sehr viele Lashings. Das sollten wir vielleicht jetzt erstmal hier Lashings machen. Ganz viele Lashings. Zumindest die, wo wir jetzt machen können. Ich hoffe, das reicht, was wir jetzt machen können. Also, dass man das nicht einstellen kann, wie viel. Vielleicht kann man es auch und ich weiß es noch nicht. Das ist aber ein bisschen nervig. Muss ich sagen. So. Zwei können wir noch. Und dann müssen wir wieder warten, bis es nachwächst, oder wir müssen auf eine andere Insel. Aber ihr kennt mich, ich finde doch nie wieder zurück. Das ist doch mein Problem. So, Campfire Split. Craft. Und das kommt jetzt hier drüber. Aha. Und das da? Da brauchen wir eine Barrel. Wow. Also, das sind einige neue Sachen dazu gekommen. Ein Smoker. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob mir. Ein Smoker wäre natürlich cool für Fische und so. Aber wir haben nur vier Lashings, deswegen, nee, wir wollen erstmal Water Collector, ich glaube. Nein, jetzt fehlt uns ein Seil. Dann gehen wir nochmal auf die Suche. Vielleicht habe ich doch was übersehen. Und ein Holz fehlt uns auch noch. Holz ist kein Problem, da hauen wir einfach da drauf. Das ist sehr leise, ne? Das Laufen und so ist sehr laut und das Klopfen hier ist sehr leise.
Okay, das hätten wir. Wir brauchen jetzt wirklich nur noch ein Seil. Und dann wäre das gut. Hallo? Wir schauen jetzt mal, ob wir noch irgendwo Jucca herkriegen. Da. Ich sehe doch hier noch ein bisschen Jucca. Haben wir nochmal Glück gehabt? Nochmal Glück gehabt. Oh, und wie schnell das jetzt geht mit der Axt, ne? Und es wird dunkel. Wir haben keinen Schlafplatz oder so. Aber ich denke. Oh, hier gibt es noch was zu essen. Guava Fruit. Okay, es gibt verschiedene Früchte anscheinend. Okay. Warum nicht? Ne? Warum nicht, Freunde? So und so hier. Und dann müssen wir nochmal craften. Nochmal hier Seil. Craft. Können wir genau zwei machen. Ja, gut, dann haben wir noch eins übrig nachher. Das ist nicht so viel. Aber gut, ich denke, das ist wichtig, dass wir so. Wasser ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Gehe ich einfach mal stark davon aus. Deswegen machen wir das. Das setzen wir jetzt hier drüber. Na. So, Moment. Jetzt brauchen wir einen Eimer. Zack. Hallo, nimmst du den? Ach, der hat ihn in der Hand. Okay, er hat ihn in der Hand. Sorry. Habe ich schon wieder geschimpft, ohne was zu sagen, richtig zu denken. So, den machen wir jetzt voll. Geht das noch so? Ist der Eimer voll oder nicht? Rein mal ins tiefe Meer. So, spätestens jetzt sollte er voll sein, hoffe ich. Ich hoffe, jetzt kommt kein Hai. Das wäre sehr, sehr unschön. So, jetzt haben wir einen Eimer, der hier voll ist. Zack. Nein! Jetzt habe ich getrunken. Oder? Ja. Okay, ich muss drauf bleiben. Ja, das war jetzt nicht so gesund, das zu trinken. So. Wenn wir jetzt hier Feuer anmachen, Freunde. Achso, ich muss hier das Feuerzeug in die Hand nehmen, natürlich. So. Und jetzt sollte hier Wasser entstehen. Und man sieht's auch. Ja, die Grafik ist ein bisschen blöd, aber man sieht, dass hier Wassertropfen oben sind. Könnte also funktionieren, wenn wir dann sauberes Wasser haben, wäre ja nicht so schlecht. Wie geht's uns denn jetzt? 1928, wir sind durstig ein wenig. Aber gegen Durst können wir ja was tun. Auch jetzt schon. Wir haben ja hier wunderschöne. Ah, hey. Hey, bleib mal hier, bleib mal. So, noch einmal draufhauen. Trinkable. Ja, gut, die Animationen sind noch ein bisschen. Ja, ich würde es mal schwierig nennen. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Trinken? Hat das was gebracht? Es hat was gebracht, okay. Ja, gut, ansonsten geht es uns gut. Was können wir jetzt noch bauen? Shelter. Palme. Ja, müssten wir eigentlich jetzt nur noch einen Baum schlagen? Das können wir ja in dieser Folge noch machen. Ist die erste Folge und auch wahrscheinlich erstmal die einzige, weil ich abwarten möchte, was ihr dazu sagt. Haben wir hier gepflückt? Ne, hier sind noch Kokosnüsse. Die holen wir erstmal runter. Ja, ich will natürlich nicht alle Palmen. Okay, da komme ich wieder nicht ran, warum auch immer. Ja, das sieht schon mal sehr schön aus. Komme ich von hier ran? Ist jetzt natürlich die Frage. Ja, Coconut. Und Coconut. So. Wie gesagt, es wird erstmal die einzige Folge, wo ich jetzt aufnehme. Erstens muss ich nochmal schauen, ob das richtig passt vom Sound her und so. Und zweitens möchte ich eure Reaktion abwarten. Ob ihr darauf Bock habt oder nicht, ist ja immer die Frage. Und außerdem kann ich jetzt auch nicht weiter aufnehmen, weil es draußen immer lauter wird und so. Und deswegen will ich euch das auch nicht antun. Das ist jetzt halt blöd mitten in der Aufnahme passiert. Ich hoffe, man hört es nicht so extrem, Freunde. So, da hauen wir jetzt drauf ein. Nein, ich will die Blätter hier kaputt hauen. Dass wir hier Palmwedel kriegen, das war doch so, oder? So, jetzt haben wir Palmwedel. Die legen wir uns hin. Weil damit können wir auch speichern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sheltert erst einmal. Shelter machen wir neben das Feuer, da ist es schön warm. Und dann Interact. Erstmal Safe. Und dann schauen wir nochmal hier auf die Uhr. Uns geht es sehr, sehr gut. Es ist jetzt 20:57, 59. Ich würde sagen, wir schlafen jetzt erstmal. Und schauen mal, wie es uns danach geht.
Und wir sehen. Wir schauen mal drauf. Ja, wir sind jetzt sehr, sehr durstig, aber das ist ja kein Problem. Nimm mal das Ding hier und trink. Nein! Hat er jetzt getrunken? Ne. Nimm das Teil hier. Und trink. Wie sieht es jetzt aus? Besser. Kann man noch mehr trinken? So, wir sind voll mit Trinken. Zack, jetzt ist er wieder leer und da kann ja jetzt weitermachen. Wir haben ja noch hier die Früchte. Sieht auch gesund aus. Wie sieht's aus? Nö, wir sind nicht mehr hungrig, gar nichts mehr. Uns geht's sehr gut und es ist, glaube ich, eine perfekte Stelle, nochmal zu speichern. Oh, jetzt habe ich es gegessen, oder? Das war jetzt nicht so cool. Wir speichern jetzt hier nochmal. Und ich schaue nochmal. Ja, ich habe es natürlich gegessen. Wir haben noch zwei Kokosnüsse, die schmeiße ich jetzt nochmal hier hin. Und das ist das perfekte Ende einer Folge, der ersten Folge. Uns geht es sehr, sehr gut. Es ist 6:48 Uhr morgens. Wir haben sehr viel Zeit, hier was zu machen. Was ich euch noch zeigen kann, ist natürlich hier. Das habe ich ganz vergessen. Foundations und so kann man alles machen. Neue Flöße. Verfarm. Farming, alles klar. Und hier sind noch keine Bilder, keine Ahnung. Kann man auch noch nicht andrücken. Hier auch noch nicht. Müsste ich mal gucken, wie das. Achso, wir brauchen einen Hammer. Was brauchen wir da? Ne, Ho. Okay. Ja, gut. Das kriegen wir ja hin. Hammer. Ja, gut. Bräuchte ich mal Lashings. Müsste mal gucken, wie wir das jetzt machen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Gut, Freunde. Dann, wie gesagt, schreibt mir es in die Kommentare, ob ihr Bock auf das Projekt habt oder eher nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Oder beim nächsten Projekt. Wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Ciao.